Patzi etwa mein YouTube-Video verwendet, ohne das irgendwie zu würdigen? Ja auch, ich brauche einen Eimer. Das ist so richtig so auch von ihrer Seite aus. Girl, nimm mir mal deine Zeit. Du brauchst uns jetzt nicht davon zu überzeugen, dass das schlecht ist. Davon hast du nichts, du Rachsüchtige. Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Montag. Ostermontag, Bunny Monday. Ich bin gar nicht mittig, ne? So, Bunny Monday und ich habe euch ja gestern im ersten Teil, nämlich hier, schon berichtet von dem Jelis-Yannick-Dilemma. Und ich hatte ja ein Gin Tonic getrunken und habe gesagt, ich gehe feiern. Daraus wurde so gar nichts. Ich war dann relativ schnell von einem Gin Tonic angetrunken und habe dann meine Partynacht abgesagt, bin in die Haie gegangen, bin jetzt aufgestanden und mache den zweiten Teil. Und ich wollte heute gerne auch noch für euch Yannick's Statement machen. Ja, aber das hat hier natürlich jetzt gerade Prio. Also, falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden würdest. Tritt dieser wundervollen Community bei, werde ein Hase von uns und so. In diesem Teil geht es um die, wie nennt sich das nochmal? Schweigegeld. Also es geht wirklich auch um Schweigegeld. Das ist ja alles ein riesen Kindergarten, aber die spielen halt auch mit so wichtigen Begriffen und erwachsenen Begriffen wie Schweigegeld. Tatsache. Und ja, wie ich schon sage, die Snow wird sich das irgendwann alles einmal angucken können und sich denken, oh mein Gott, aus was für einer Familie komme ich? Und deswegen kann das Ganze ja nur stimmen. Oder? Was sagt ihr dazu? So, was sagt ihr dazu? Ich mache jetzt hier mal so einen Sticker rein. Meint ihr, also stimmt alles oder glaubt ihr nicht? Ich finde, das ist jetzt so eine richtig adäquate Vorgehensweise, um herauszufinden, ob mein Ex-Freund noch Freund mich gerade betrügt. Leute, ich sag's euch, diese Story toppt jetzt alles. Mein Schwager hat mit dem Mädel telefoniert, die hatte nämlich in der Nachricht noch die Handynummer hinterlegt. Die Frau, mit der Yannick jetzt die Nacht was hatte, hat zwei Kinder. Und jetzt, nachdem ich das halt so quasi öffentlich gemacht habe, hat er ihr allen Ernstes Schweigegeld geboten. Okay, das bedeutet, er war jetzt bereit, seine Gewinnsumme von 25.000 Euro, die er ja mit Jelis bei Make Love, Fake Love gewonnen hat, direkt zu reinvestieren und anderen Kindern eine gute Zukunft zu bieten. Damit nichts rauskommt, er hat auch gesagt, er wird sich quasi dazu nicht äußern und hat ihr jetzt Geld geboten, weil sie zwei Kinder hat. Und falls sie halt dann irgendwie einen Shitstorm oder sowas abbekommt oder, dass sie einfach nichts dazu sagt. Warum sollte sie denn jetzt einen Shitstorm abbekommen? Was hat die Arme denn damit zu tun? Also ich meine, das würde ich ja gar nicht verstehen. In was für einer Welt befinde ich mich gerade? Ja, in einer ziemlich grottigen. Aber für mich ist halt immer noch, bei all dem Ganzen, ist das Schlimmste für mich, dass du dann immer wieder so mit deinen Gelnägeln dieses Handy in die Hand nimmst und einfach mal so alles raushaust. Alles, was du gerade so erfahren hast von deinem Schwager. Und auch der macht ja eigentlich so einen, dieser Mondi, macht ja eigentlich so einen vernünftigen Eindruck. Ich hatte halt auch nicht gedacht, dass der so doll, also der müsste ihr das doch ausreden. Der müsste doch sagen, Schatz, ich nehme jetzt dein Handy in Beschlag, du kommst erstmal klar auf dein Leben und teilst diese Peinlichkeiten nicht mit der Öffentlichkeit. Und er wollte sich nochmal mit ihr treffen, aber jetzt, wo es quasi rausgekommen ist, nicht mehr. Ach so, er wollte nochmal mit ihr Spaß haben. Ich verstehe, alles klar, aber jetzt halt nicht mehr. Könnte ja teuer werden, dann müsste er ja mehrfach Schweigegeld bezahlen, ne? Nee, also ich denke mal, schlimmer geht's nicht, ne? Ja, wissen wir nicht, ne? Aber wir werden es ja erfahren. Sobald es schlimmer wird, sagst du es uns ja. Er war wirklich der letzte Mann, von dem ich das gedacht hätte. Wirklich. Aber nur das mit dem Schweigegeld, ne? Weil dass er nur auf Fame aus ist und war, das hat sie ja die ganze Zeit schon gespürt. Aber sie hat das einfach ignoriert. Und genau weil ich solche Sachen hier immer öffentlich erzähle, heißt es ja immer, dass ich die Böse bin. Aber natürlich erzähle ich sowas öffentlich, wenn dieser voll... wenn sowas... Natürlich erzähle ich das. Also er wird die ganze Zeit in den Himmel gelobt. Was für ein toller Mann. Und ich möchte auch einen Yannick und... So toll, wie er mit Snow ist und hat sie noch als Hintergrund und ich bin wirklich auf 180. Ja, wir merken richtig, wie sie auf 180 ist und wie sie sich auch Raum nimmt, ihre Wut auch zu fühlen und so, ne, auch so für sich.
Und ich verstehe ihre Argumentation gar nicht. Also so, sie wird ja schon dafür kritisiert, dass sie das alles so teilt, ne? Und dann sagt sie, ja, natürlich mache ich das, weil er wird gelobt. Also sie möchte, dass wir bloß nicht davon ausgehen, dass er ein Guter sei, ne? Aber was hast du denn davon? Was für einen Seelenfrieden hast du jetzt, wenn du dafür sorgst, dass sein Image schlecht ist und dass die Leute ihn so sehen, wie er ist? Also was hast du selber davon? Geh mal ganz doll in dich, so. Und probier mal hinzuhorchen, was du da genau für einen Frieden von ziehst. So, ich bin's nochmal. Ich habe alles schwarz auf weiß jetzt gesehen. Ich weiß, wer die Frau ist und werde jetzt hier aber keinen Namen nennen. Aber warum jetzt nicht? Also wieso hält sie sich da zurück? Ich finde, das wäre auch so ein Jelis-Move, dass sie jetzt so sagt, hier, das ist sie übrigens, das ist ihre E-Mail-Adresse, ihr könnt da gerne mal schreiben. Der soll mir mal meine 25.000 Euro geben, die er meinetwegen gewonnen hat. Dass man daran jetzt so denkt, ne? Da kann man aber auch einfach mal sehen, ne, wie wenig sie auch mit dem Herzen irgendwie dabei war, offensichtlich. Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn mir sowas passieren würde, ne, dann würde ich ganz andere Gedanken hegen. Ich wäre so heartbroken, ich würde mit meinen Freunden telefonieren, ich würde mich irgendwie rausziehen erstmal. Und sie ist so richtig so, liefert uns Beweis nach Beweis und jetzt ist sie so, ja, und die Gewinnsumme, die kann ich mir gerne auch zurücktransferieren. Dann denkt sie über einen blauen Haken nach und so eine Scheiße. Das wird mir gar nicht in den Sinn kommen in dem Moment. Du hast hier auch seit 8 Monaten gelebt und das auf meine Kosten. Nein. Sag mir nicht, dass du das schon wieder erlaubt hast. Sag mir bitte nicht, dass du das schon wieder erlaubt hast, weil das hat sie doch auch schon beim letzten irgendwie gemacht. Wenn du doch so gebrandmarkt bist, ne? Warum lässt du jemanden umsonst bei dir leben, von dem du auch noch vermutest, die ganze Zeit, so deinem Bauchgefühl zufolge, er sei nur aus auf dein Fame? Welchen Sinn macht das? Ich habe ja auch den Strom bezahlt und die Miete ganz alleine. Da würde ich aber sagen, Girl, selber schuld. Ne, wirklich selber schuld. Also ist jetzt auch kein Victim-Shaming, aber ist so richtig so, ja, wenn du weißt, ne, beim Rot, über Rot gehen wirst du angefahren und du wurdest auch schon mal angefahren und du gehst wieder über Rot. Oder du hattest einen Auffahrunfall, weil du dein Handy in der Hand hattest und danach hast du wieder dein Handy in der Hand, dann hast du selber schuld. Wirklich. Getränke. Ja, Kondome. Was weiß ich, was er halt brauchte, so, ne, Duschgel und so, weil ich bin hier ja wie nennt sich das, die Arche? Ist er, was dachte sie denn, warum das nötig sei, dass sie ihn aufnimmt und für ihn alles bezahlt? Wie hat er denn die letzten 26 Jahre gelebt? Ich bin so dumm, ich bin einfach so dumm schon wieder gewesen. Und ganz ehrlich, was ich bei dir rieche, ist, dass du es beim nächsten Mal wieder sein wirst. Weil alleine, wie du jetzt mit dieser Situation umgehst, ne, zeigt mir, wie unreif du bist. Und beim nächsten Mal wird es genau so wieder laufen. Du wirst irgendjemanden wahrscheinlich als, also allein wie sie da die ganze Zeit auch gedatet hat. Ja, also kann man doch keiner erzählen. Das war so, das war schwer mit anzusehen. Dann wollte sie die ganze Zeit den Max, weil der am ehesten so ihren Glaubenssatz, sie sei es nicht wert, erfüllt hat. Weil sie da auch die größte Gefahr sah. Und jetzt hat sie Yannick genommen als Trostpreis, den sie eigentlich gar nicht wollte, und hat da auch die ganze Zeit gedacht, der will nur ihren Fame und hat sich dem Ganzen aber so ausgeliefert und hat auch noch sein Leben finanziert. Und jetzt sitzt sie da in dieser Situation, bevor sie dann mit ihm redet, teilt sie alles mit uns und sagt, ach, ich war schon wieder so dumm. Ja, und beim nächsten Mal wirst du es wieder sein. Ich habe sogar letztens noch meinen Mut zusammengefasst und habe gesagt, du bist seit 8 Monaten hier, du isst hier, du duschst hier, du hast selber öffentlich gesagt, wir leben zusammen. Ja, könntest du vielleicht mir die Hälfte der Miete geben? Ja, und was hat er dann gesagt? Also allein schon den ganzen Mut. Also hast du Angst, dass wenn du es nicht bezahlst, dass er dann nicht bleibt? Oder warum erfordert das Mut, dass jemand, der sich bei dir einnistet, Miete bezahlt? Möchtest du mir nicht mal Geld für die Miete dazugeben? Und dann hat er gesagt, ja klar, ich kann dir was dazugeben, aber du hast dir hier auch die Wohnung ausgesucht. Auch wenn wir uns eine Wohnung zusammengenommen hätten, wäre die nicht günstiger gewesen. Ey, Süße, ich bin weiter. Also es schockiert mich. Es ist so richtig so, es bricht immer mehr ein und ich bin schockierter und schockierter und schockierter, weil ich mir so denke, okay, das war also sein Argument. Sagt er, ja, okay, klar könnte ich dir was dazugeben, aber mache ich nicht, weil du hast ja das ja hier alles ausgesucht. Aber es scheint dir ja gut zu gefallen, was ich mal ausgesucht habe, weil du wohnst ja hier.
So, also es ist irrelevant, ob ich mir das jetzt hier alles ausgesucht habe oder nicht. Entweder du zahlst mir die Hälfte, weil du ein erwachsener Mann bist, der auf mich steht, ein erwachsener Mensch überhaupt, ja, oder du verpisst dich einfach mal. Das war einfach alles nur für die Reichweite. Und ich schwöre es euch, Leute, ich hatte das die ganze Zeit im Gefühl und deswegen habe ich auch nie viel gepostet und habe mich da zurückgehalten, weil ich dachte mir, ich hatte jetzt schon 2 Beziehungen in der Öffentlichkeit, ich halte mich da jetzt mal zurück. Genau, also ich wollte eigentlich das gar nicht mehr, dass mein Liebesleben in der Öffentlichkeit stattfindet und deswegen habe ich die Showanfrage als, sie war ja nur Ersatz, Jill sollte ja eigentlich die Hauptrolle bekommen, deswegen hat sie sich quasi für diese Billig-Bachelorette-Variante entschieden, um ihren nächsten Typen wieder im Fernsehen zu suchen. Also merkst du eigentlich, dass deine Aussagen so gar keinen Sinn machen? So, wolltest du nicht öffentlich, so, ne, aber dann, so? Und wenn ich Snow wäre zum Beispiel, wäre ich richtig sauer auf dich. Weil wenn ich später sehen würde, was du mir angetan hast in meiner Kindheit mit einem Typen, wo du schon geahnt hast, dass er nur auf dein fucking Fame aus war und du hast dich trotzdem da reingestürzt, nee, da wäre ich richtig, richtig sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann hat er jetzt auch alles geschafft, ne? Er hat erstmal das Format gewonnen, das war sein Ziel. Er hat den blauen Haken, das war sein Ziel. Er verdient jetzt Geld mit Instagram, das war sein Ziel. Dass sie, also wie gesagt, ne, dass sie darüber jetzt so nachdenken kann, ne? Der blaue Haken, ja, das ist jetzt gerade richtig, richtig das krasse Problem für mich. So gar nicht irgendwie, also ich wäre wie gesagt am Boden zerstört und würde jetzt nicht über seinen fucking blauen Haken nachdenken. Hat Follower bekommen, war auch sein Ziel. Also er hat alles erreicht, was er wollte. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch auch zu dir, also an dich, dass du noch so viele Follower hast, weil ich frage mich gerade wirklich, habe ich mich schon während der ganzen Ausstrahlung gefragt, ne? Diese 600.000 Menschen, die ihr da folgen, ne? Mit welchem Grund machen die das? Was lernen die von ihr? Oder sind das auch so eine selbstbemitleidenden Mäuse, die immer sagen, ja, die Umstände seien schuld. Alles ist schuld. Ich habe schon wieder so einen Arsch angezogen. Ich weiß gar nicht, warum. Er war schon wieder dabei, mich auszunutzen und ich habe es zugelassen. Warum immer ich? Ja, denk mal drüber nach. Und mir ist es auch sowas von egal, wenn jetzt noch irgendwer sagt, du trägst schon wieder alles in die Öffentlichkeit, so hast du es bei den anderen auch gemacht. Ja, weil ich möchte, dass jeder sieht, was er, Snow, ich lasse mich jetzt da mal raus, aber was er meiner Tochter damit angetan hat. Guck mal, er hat deine Tochter... Oh, das hört sich jetzt richtig hart an, was ich sage, ne? Aber weil sie halt so ein Wiederholungstäter ist, ne? Und weil ihr das jetzt nicht alles das erste Mal passiert. Wenn jetzt zum Beispiel jemand immer in gesunden Beziehungen gewesen wäre, ne? Und dann auf einmal gerät man an so einen Arsch, weil man sich irgendwie blenden lässt und fällt das erste Mal auf die Schnauze, okay, aber Girl, also, weißt du, alleine, dass du deinen Partner in der Öffentlichkeit wieder gesucht hast, mit dem Wissen, dass viele Leute vielleicht auf deinen Fame aus sind und mit deinem Bauchgefühl, welches du ja die ganze Zeit hattest, was da richtig war, hast du das selber zugelassen. Also du kannst das nicht nur auf ihn abschieben, dass er das Snow angetan hat, sondern du hast das Snow auch angetan aus meiner Sicht. So, und dann gibt's ja nochmal ein paar Screenshots, weil sie liebt es so, DMs zu veröffentlichen. Yannick hat auch mich schon angeflirtet. Er hat mit mir sogar offen über Snow gesprochen. Er hat sie bis in den Himmel gelobt und von ihr geschwärmt, aber das Anflirten hat zu der ganzen Geschichte nicht gepasst. Ich bin sofort auf Abstand gegangen, was ihm nicht so passte. Aber ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Aber das jetzt zu sehen, ich war wohl nicht die Einzige. Ich denke, all die Nachrichten kommen nicht von irgendwoher, Jelis. Du bist solch eine starke, taffe und tolle Frau, Mutter. Du bist viel mehr wert, als dir weitere Gedanken um ihn zu machen. Ich muss sagen, bei stark, taff und toll, muss ich sagen, stimme ich halt wirklich nicht überein. Das stark wäre, wenn sie mal anfangen würde, so sich aus ihrem Sumpf zu bewegen und mal so richtig Verantwortung für sich zu übernehmen und auch zu schauen, dass sie die Dinge so in die Wege leitet, dass sie nicht immer wieder den gleichen Fehler macht. Also, nicht öffentlich den Typen suchen, nicht dem die Miete 8 Monate lang bezahlen, nicht das Bauchgefühl wieder ignorieren. Verstehst du? Das sind alles Dinge, die sie hätte machen können, um nicht schon wieder in dieser Opferposition zu sein. So, und das ja, muss ich mir jetzt nochmal angucken, habe ich mir vorher nicht so richtig angeguckt. Yannick, auf dich wird ja gerade richtig geschossen. Bekommst echt Hate gerade ab. Ja, egal, easy bro, ist eh geplant. Schadet eigentlich deiner Firma. Bekommt für das ganze Jahr 15.000, läuft alles nach Plan.
Wie meinst du das? Ja, ist alles abgesprochen. War die Idee von Phyllis, um bei Prominent getrennt reinzukommen. Phyllis ist dran. Von da bekommen wir dann auch noch 20 bis 30k. Gute Idee, bekommst da nochmal ein bisschen Reichweite ab. Hab ihr das eben noch gesagt, soll nicht zu sehr übertreiben, aber egal. Money is money. Und im November noch Prominent getrennt, dann läuft. Von Anfang an läuft alles nach Plan. Die Mädels wissen, wie man Drama macht, der arme Max. Also ganz ehrlich, würde mich nicht wundern. Würde mich überhaupt nicht wundern. Und vor allem, dass sie dann sagt, der Chat ist fake, ne? Also ich würde mich nicht wundern. Wenn die am Ende bei Prominent getrennt drin sind, wenn sie dem überhaupt danach noch eine Chance gibt, ne, dann nehme ich sie 0% ernst. Dann nehme ich diese Frau einfach noch weniger ernst, als ich das jemals zuvor in meinem Leben getan habe. Weil dann ist sie für mich einfach nur eine Witzfigur. Und wenn sie das alles riskieren würde, solche Schlagzeilen im Netz und dann das Verdrecken des Namens von Snow in diesem Zusammenspiel, das wäre ganz, ganz schlimm. So, wir haben noch eine Nachricht. Liebes, ich habe MLFL, Make Love, Fake Love, nie gesehen tatsächlich, aber ich kenne Yannick und als ich mitbekommen habe, dass er gewonnen hat, konnte ich mir schon vorstellen, wie das mit euch endet. Yannick hatte vor 3, 4 Jahren mal was mit meinem Freund zu tun und war deswegen auch auf meinem Geburtstag damals. Ich wusste, dass er eine Freundin hatte zu dem Zeitpunkt, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, eine Freundin auf meinem Geburtstag so zu belästigen, dass sie sich derart unwohl gefühlt hat. Sie hat mehrmals gesagt, dass sie kein Interesse hat und ich hatte ihr auch gesagt, dass er eigentlich eine Freundin hat. Sogar nach dem Geburtstag hat er ihr noch mehrmals geschrieben und es weiter versucht und einfach geleugnet, dass er eine Freundin hat. Damals hat er auch schon versucht, Reichweite zu bekommen. Ich finde ja persönlich, seine alten TikToks sprechen Bände und die Mädels, mit denen er sich getroffen hat, um mehr Klicks zu bekommen. Good for you, dass du ihn los bist. Okay, und das ist wohl eine Person aus der Öffentlichkeit, die jetzt auch nochmal sagt, hey, vor 3, 4 Jahren hat er auch schon auf seine Freundin geschissen. Das rundet das Profil halt ab. Das, was ich da eben gepostet habe, ist von einer Person, die in der Öffentlichkeit steht. Und sie würde mir das ja niemals schreiben, weil ich könnte ja einfach den Namen veröffentlichen. Mache ich natürlich nicht. Mache ich natürlich nicht, weil da habe ich dann auch noch ein bisschen Erbarmen, ne? Hier einfach ungefiltert Sachen rauszuhauen, von denen ich gar nicht von der Person weiß, ob sie stimmen oder nicht. Ihr habt euch ja dann auch gefragt, warum ich zum Beispiel Luisa nicht davon erzählt hatte, dass ich noch ein bisschen mit Max geschrieben hatte, was Yannick ja wusste. Ja, und wir haben uns vor allem auch gefragt, warum du Luisa dann auch nicht mehr geantwortet hast, weil du hattest ja irgendwie vor kurzem noch in der Story irgendwelche Unwahrheiten über sie behauptet und sie wollte das mit dir klären und irgendwann erhielt sie einfach keine Antwort mehr von dir. Das hat sie uns auch erzählt in dem Podcast und da kann man einfach mal sehen, wie eklig du drauf sein kannst, wenn es um das Leid anderer geht. Und jetzt auf einmal will sie hier alles aufklären und uns erzählen, sie sei die Mutter Teresa. Ich wollte sie halt auch einfach nicht verletzen. Es wäre halt auch, wenn dann, seine Aufgabe gewesen. Und ich habe das ja auch in dem Fall damals nicht gemacht. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, vielleicht war das auch ein Fehler, weil. Ja, weil es einfach scheiße ist. Weil du weißt, weil du auch eine Frau bist, Girls support Girls, verstehst du? Und du weißt, wie sie gedemütigt wurde in dieser Show. Du hättest anstandshalber ihr das auch sagen können. Von Max müsste man das eigentlich erwarten. Ja, ich weiß, aber Max ist halt einfach Max, so, ne? Von dem kann man nicht so viel erwarten. Aber du hättest das einfach mal so, als die so oft verarschte, machen können. Und jetzt auf einmal, wo sie sich auch in so einer missgünstigen Lage befindet, ist sie so, vielleicht hätte ich das auch tun können. Ja, guten Morgen. Vielleicht könntest du das beim nächsten Mal tun, dann wäre dein Karma auch nicht so scheiße. Es ist toll, dass es trotzdem noch Menschen gibt, die einem dann die Wahrheit sagen. Ja, toll, ne? Hätte sich Luisa vielleicht auch von dir gewünscht. Aber auch wenn das alles Fake ist, das, was er da in Berlin in der Nacht gemacht hat und mit dem Schweigegeld und so, dafür habe ich die ganzen Beweise. Und deswegen stimmen die anderen Sachen wahrscheinlich auch. Und auch wenn sie nicht stimmen, ist trotzdem das, was er gemacht hat, das Allerallerschlimmste. Und wenn sie nicht stimmen, dann wäre das ja irgendwie gerade auch so der übelste Rufmord, den du tätigst, ne? Dann müsste er dich eigentlich anzeigen, würde ich mal so sagen. Weil das einfach alles so rauszuhauen, ich meine, sie weiß immer noch nicht, ob das stimmt, selbst am Folgetag nicht. Alter, was geht hier ab? So, und hier musste ich halt so sagen, ich musste erstmal alle meine Videos angucken, weil das ist ja hier offensichtlich ein YouTube-Video. Und diese Sequenz hatte ich ja auch reingenommen. Und ich war so, hat sie etwa mein YouTube-Video verwendet, ohne das irgendwie zu würdigen?
Nein, hat sie nicht. Ich habe kein Video von Make Love Fake Love, welches 1941 dauert. Auf jeden Fall, Yannick ist übrigens auch kein Unschuldslamm. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen und auf der Abschlussfahrt in Prag hat er mit einem Mädchen von einer anderen Schule geschlafen, während sich ein Kumpel im Schrank versteckt hat, um das zu filmen. Ohne ihr Einverständnis natürlich und trotz Freundin zu Hause. Danach hat er das Video stolz überall rumgezeigt, richtig peinlich. Hier mag er scheinbar keine Freundin haben, aber er ist auch nicht der liebe, ehrliche Kerl, als der er hier im Vergleich zu Max wirkt. Und das muss ich sagen, liebe Leute, finde ich, wenn das stimmt, ne, das ist richtig krass. Also richtig der Widerling, der scheinbar Frauen so gar nicht respektiert, die beim Verkehr zu filmen und das dann Leuten zu zeigen. Alter, wow. So, wir haben hier noch eine Nachricht. Und zwar, sie sind auch 100% wahr. Ich habe bei der Teilnahme von Yannick bei Make Love Fake Love nur gelacht und gesagt, die Frau tut mir jetzt schon leid. Ich persönlich fand es auch komisch, dass er von der ersten Stunde an so viel gegeben hat. Er hatte was mit einer Freundin und als sie nicht mehr so wollte wie er, hatte sie wie Abschaum behandelt und in Düsseldorf allein gelassen, nachdem sie die Nacht im Hotel verbracht haben. Sie kommt nicht aus Duisburg, aber kannte sich wenigstens aus. Wie frauenfeindlich man sein kann, habe ich in den Tiltons gesehen und habe mich immer gefragt, was der Kerl dann außer gut aussehen und fake sein. Meine Freundin hat es leider auch erst später rausgefunden, dass Aussehen in dem Fall wohl alles war. Ach ja, und Lea versprechen, dass sie die einzige aktuell gewesen wäre. War aber 2022. Okay, also er scheint, wenn das alles stimmt, halt ein ekelhafter Widerling zu sein. Noch eine Nachricht. Hey, ich war letztes Jahr im Juli 22 im selben Hotel wie Yannick und sein Kumpel Roberto oder wie der auch hieß. Er hat so gut wie jede Frau angelagert und war auch richtig, richtig penetrant und hat nicht locker gelassen und im Pool auch mega abfällig allgemein über Frauen geredet. Als wären sie nur ein Objekt und ihm ginge es nur darum, so viele wie möglich. Klar, zu der Zeit war das mit dir noch nicht, aber ich war sehr schockiert, als ich gesehen habe, wie er sich dann bei Make Love Fake Love dargestellt und gegeben hat. Einfach so krass verstellt. Ja, und das ist halt das Ding, wenn Kameras laufen, ne, dann inszeniert sich jeder. Und jeder hat irgendwie ein Ziel im Leben. Arbeiten gehen ist hart, Leute wollen das schnelle Geld, Leute wollen berühmt werden. Und ja, sich dann trotz der ganzen Erfahrung auch im Fernsehen, ne, die jedes war ja schon in mehreren Formaten, dann wirklich auf so ein einzulassen, den man dann auch wirklich, wirklich öffentlich gedemütigt hat auch noch, ne, weil er ja wahrhaftig ein Trostpreis einfach nur war, so, dass man den dann nach Hause lässt und so weiter, das ist einfach fahrlässig, tut mir leid. So, und jetzt hier nochmal eine Aussage, ein Chat. Zeitlich gesehen bin ich ungebunden und er so, dir ist aber bewusst, dass ich kein Typ für was Ernstes bin, oder? Hahaha, ja, keine Sorge, das ist mir bewusst, okay, gut. Ja gut, das kann auch phasenweise sein. Es kann sein, dass er da nichts Ernstes gesucht hat, aber es irgendwann anders in seinem Leben mal suchen wird. So, und dann ist ein Thema, sind irgendwie ein Thema seine TikToks. Die muss ich mir auch mal angucken, da war er wohl mal bei First Dates und Jelis wusste das bis jetzt nicht, oder was? Und wie sie auch so negativ Propaganda gerade gegen ihn betreibt, ne? Statt mal zu leiden oder so, weil sie gerade verletzt wird von ihrem Typen, versucht sie uns jetzt alle einmal davon zu überzeugen, wie scheiße er ist, wo ich mir so denke, hast du keine anderen Hobbys gerade? Ja auch, ich brauche einen Eimer. Das ist so richtig so auch von ihrer Seite aus, Girl, nimm mir mal deine Zeit, du brauchst uns jetzt nicht davon zu überzeugen, dass das schlecht ist, davon hast du nichts, du Rachsüchtige. So, und jetzt schreibt sie, musste alles raus, ich bin einfach immer noch so krass enttäuscht und realisiere das alles noch gar nicht. Von ihm kam immer noch nichts, wahrscheinlich überlegt er sich jetzt einen Plan. Ich lege das Handy jetzt erstmal zur Seite, beziehungsweise Instagram, hab euch alle lieb und bin sehr dankbar für so viele liebe Nachrichten. Ja, und wie lange sie das Handy dann weggelegt hat, sehen wir auch, weil es gibt neue Stories. Sie hätte jetzt mal das Handy für einen Monat weglegen müssen. So, Luisa sagt jetzt auch was. Ich würde jetzt verstehen, wenn Luisa so richtig schadenfroh lachen würde. Aber sie sagt Folgendes. So, Lass, ich bin back at home. Ich wollte mich zu einem bestimmten Thema jetzt aber doch noch mal kurz äußern, damit die DMs aufhören. Und zwar Thema Yannick und Jelis. Ja, ich habe das natürlich mitbekommen. Und mir schreiben jetzt halt ganz viele, was ich dazu sage, was meine Meinung dazu ist. Bla, bla, bla. Und ich bekomme ihre Story auch 500.000 Mal zugeschickt. Und irgendwo kann ich es verstehen, aber Leute, das ist nicht meine Aufgabe. Und vor allem geht es mich auch überhaupt nichts an, darüber ein Wort zu verlieren, weil das nicht meine Angelegenheit ist. Ich finde es total schade für sie. Ich wusste, dass es früher oder später so kommen wird, weil ich kannte ihn halt von früher. Ich kannte solche Geschichten halt von ihm. Deshalb wusste ich, dass es passieren wird. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Angelegenheit. Mir tut es wirklich, wirklich leid für sie.
Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, Leute. Das ist nicht mein Bier. Das geht mich eigentlich gar nichts an. Aber ich weiß Bescheid, Leute. Ihr könnt aufhören, mir das zu schicken. Finde ich ziemlich cool. Zeigt einfach Größe. Weil sie könnte jetzt auch echt einfach sagen, Girl, ne? Karma und so, weißt du Bescheid, ja? Kriegst das einmal schön alles zurück. Macht sie aber nicht. So, liebe Freunde, da ist ja einiges los aktuell. Nachrichten sind viele da, Kommentare auch. Machen es ganz kurz. Fangen wir bitte an. Man kann halt vieles nicht sagen. Es ist halt viel passiert. Man ist auch sehr enttäuscht. Aber es ist halt passiert, was passiert ist. Meiner Meinung nach geht das gar nicht so. Wir beide sind auf jeden Fall für jede Start versuchen, wir sind gerade hier in München, aber versuchen für sie definitiv für sie da zu sein und ihr zu helfen. Ja, also wir versuchen halt wirklich aus der Ferne für sie da zu sein, ne? So wie es halt eben geht. Wir haben 2-3 WhatsApps rübergeschickt und so und wir sind wirklich für sie da. Wir sind an ihrer Seite. Ich kann nicht mehr sagen, ich bin einfach enttäuscht gerade. Natürlich, klar, man weiß auch nicht, gut, man muss eins dazu sagen, wir kennen die Wahrheit nicht, wir kennen nur, was gesagt wurde. Es gibt immer 2 Seiten einer Medaille. Oh, das ist aber jetzt ein Wunderpunkt. Nicht, dass jedes euch jetzt die Freundschaft kündigt, weil das war auch im Statement von Yannick. Der hat nämlich dann halt gesagt, dass sie um 18.03 Uhr Schluss gemacht hatte. Und der nächste Slide war, es gibt immer 2 Seiten einer Medaille. Jungs, das ist nicht so gut, wenn ihr genau diesen Wortlaut benutzt. Bis heute habe ich keine Nachricht von ihm erhalten, er auch nicht. Wir haben mehrmals versucht, ihn anzurufen, er hat mir auch nicht gratuliert, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, aber irgendwie ist es schon ganz schön schlimm. Und in welchem Kontext steht es, dass er dir zu deinem Geburtstag nicht gratuliert hat? Wie die Leute immer denken, die eigenen Probleme seien die größten. Also ich meine, die haben gerade voll einen Beef und er hat mir übrigens auch nicht zum Geburtstag gratuliert, aber ist auch nicht so schlimm. Wir stellen uns jetzt auch erstmal auf keine Seite, aber es hat schon Hand und Fuß, was ich bisher zu gehört habe. Die beiden sind einfach so die Schweiz, ne? Also wir wollten einfach unsere Fresse in die Kamera halten und auch was sagen. Es macht auch alles Sinn. Es sind noch Beweise da, dass auch mit dem Geld anbieten, das weiß ich ja auch selber, Fabio. Das machst du ja nicht einfach so. Das machst du nicht einfach so. Dann machst du nicht einfach so. Deine Gage jemanden anbieten, das geht nicht. Wisst ihr, an wen die beiden mich erinnern? An diese 2 Räuber von Kevin allein in New York, die jetzt einfach mal sowas dazu sagen wollten, was Qualitatives. Leute, ich bin fertig. Was jetzt noch ansteht, ist auf jeden Fall, heute Abend kommt noch meine Reaction auf Yannicks Statement und ich werde mir auch nochmal die TikToks von Yannick angucken. Da muss ich auch mal rein, Lucia, weil das soll ja sehr, sehr viel sagen über diesen falschen Typen und die arme Jelis, die einfach wieder sich in ihr Unglück gestürzt hat, obwohl alle Zeichen auf grün standen. Tschüss.